Hallo und willkommen auf meinem Kanal Mefis Bastelecke und natürlich auch willkommen zu unserem YouTube-Hop. Heute haben wir das Thema Hintergrundtechnik mit der Luftpolsterfolie. Die durfte ich mir aussuchen und ich finde die Technik einfach witzig und genial und schnell gemacht. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Sie ist für alles Mögliche anwendbar, als Hintergrund für, was ich jetzt hier gemacht habe, beispielsweise ein Notizblöcklein noch mit drauf. Man kann es als Kartenhintergrund nehmen, für Boxen, wenn man mal kein passendes Designpapier hat, für alle möglichen Geschichten. Wie gesagt, ich möchte heute ein kleines Notizbüchchen gestalten und habe schon alles soweit zugeschnitten und ausgestanzt, damit das Video nicht ganz so lang wird. Und benötigen tut ihr einmal eine Luftpolsterfolie. Dann habe ich verwendet einen Farbkarton in Celadon. Der hat die Maße 22,1 x 14,8. Gefalzt habe ich den schon jeweils links und rechts bei 10,7 cm. Dann habe ich einen Farbkarton in Flüsterweiß, in Grundweiß ausgeschnitten. Flüsterweiß gibt es ja nicht mehr. Der hat die Maße 10,1 x 14,3 und aus dem Stanzenset, so hübsch bestickt, habe ich hier die Quadrate genommen. Und zwar habe ich einmal das zweitgrößte hier genommen und das viertgrößte hier aus dem Set. Und aus dem Stempelset feierlich definiert. Aus dem aktuellen Herbst-Winter-Katalog habe ich genommen mit Dankbarkeit. Und dann brauchen wir noch Stempelfarbe. Ich habe hier Celadon und Lodengrün. Verwendet habe ich auch noch ein paar Strasssteinchen. Kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Man kann auch noch eventuell mit einem Band verzieren, wie auch immer. Und dann habe ich mir noch Schwämmchen dazu genommen. Man kann aber auch direkt mit dem Stempelkissen auf die Folie drauf. Aber ich mache das eigentlich mit dem Stempelkissen. Das reicht, nicht mit dem Stempelkissen, mit den Schwämmchen. Und das reicht eigentlich völligst aus. Wer mag, kann natürlich auch erst seinen Farbkarton im Nachhinein zuschneiden, je nachdem, wie groß die Folie auch ist. Eventuell kann man ja auch sein komplettes A4-Papier dann gleich entsprechend mit der Hintergrundtechnik machen. Ich habe es im Voraus schon zugeschnitten und wie ihr vielleicht seht, habe ich hier ab und zu so kleinere Kanten vom Schneidbrett. Da fahre ich einfach kurz mit dem Falzbein drüber und dann ist die Kante auch weg. Sieht man so dann nicht mehr. So, jetzt fangen wir mit der Technik an. Wie gesagt, eine Luftpolsterfolie, die hat eine glatte Seite und eine hügelige Seite. Wir brauchen natürlich die hügelige Seite. Dann mache ich entsprechend Stempelfarbe und meine Schwämmchen. Die tunke ich einfach so ein bisschen in die Farbe einfach rein und dann querbeet über die Folie drüber. Sollte natürlich in etwa die Maße von dem Aufleger haben. Das habe ich vorher schon ganz grob abgemessen und zugeschnitten. Prinzipiell kann man die Folie auch mehrfach verwenden. Einfach unter Wasser halten und trocken werden lassen und dann kann man es nochmal verwenden. Von dem dunklen, also sprich von dem Lodengrün, mache ich nur ein paar einzelne Tupfen. Das soll ja nicht so herausstechen. Dann lege ich meine Farben auf Seite. Nehme mir meinen Farbkarton, je nachdem welche Seite ich oben haben möchte. Lege es einmal auf die Folie auf, halte es ein bisschen fest und drücke es einfach mit den Fingern kurz an. Und schon habe ich meine Technik. Je nachdem, wie viel Farbe drauf ist oder ob es mal eine dunklere Farbe ist, eine hellere Farbe, wie man gedrückt hat. Wenn man ein bisschen stärker drückt, ist natürlich auch die Farbe intensiver da. Wenn man natürlich auch ein bisschen mehr Farbe drauf macht, ist auch der Effekt da. Aber ich finde es eigentlich so ausreichend und
allein schon diese Muster von den Polsterfolien, von diesen kleinen Bläschen, finde ich einfach toll. Und es macht total viel her. Jetzt muss man das Ganze noch zusammenkleben, beziehungsweise ich stempel gleich noch meinen Spruch. Und zwar nehme ich da wieder Lodengrün. So. Einmal aufgestempelt. Dann wird das Ganze nur noch zusammengeklebt und ein bisschen dekoriert. Und schon ist es fertig. Natürlich wäre es auch schön, wenn ihr nach meinem Video bei den anderen Mädels vorbeischaut, wenn ihr nicht gerade von anderen Mädels kommt. Wie gesagt, die entsprechenden Links findet ihr unten in der Infobox. Falls es jemand geben sollte, der nicht weiß, wie er in die Infobox kommt, rechts unterhalb vom Video ist ein kleines Dreieck. Einfach draufklicken, dann öffnet sich was und ihr seid direkt auf der Infobox drauf. Und dann einfach runter scrollen zu den anderen. So, einmal das. Dann kleben wir noch die Mattung drauf. Man kann beispielsweise auch mit einem passenden Band das unter die Mattung kleben. Da würde ich aber dann vielleicht vorne und hinten eine Mattung machen, nicht nur vorne. Dann kann man es vielleicht hier dann eben schön zubinden. Oder man kann auch ein bisschen mit dünnem Faden dekorieren. Ich nehme ja dann meine Strasssteine wieder. Wer mag, kann natürlich auch den Spruch mit Dimensionals aufkleben. Also mit den 3D-Klebern. Ich bin da jetzt kein Freund davon, weil ein Notizbüchchen packt man sich, denke ich, auch ganz gerne mal ein. Und dann ist es, finde ich, schade, wenn es irgendwo hängen bleibt und der Spruch dann runtergeht. Deswegen mache ich das einfach alles nur mit Tombow fest. So. Zum Schluss noch ein paar Steinchen. Und fertig ist mein kleines Notizblöckchen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln und vorher natürlich viel Spaß beim Durchhüpfen zu den anderen Mädels und bis bald!